Hallo ihr Lieben, Irene hier. In diesem Video spreche ich darüber, was es zu bedeuten hat, wenn ich bzw. andere Menschen anderen Liebe schicken wollen und wenn ich andere vor Leid bewahren will und was das alles mit mir selbst zu tun hat. Und ihr werdet überrascht sein, also bleibt dran. Es geht darum, wenn ich energetisch was mache, was arbeite oder Liebe fließen lassen oder so, was passiert da eigentlich und was ist da eigentlich richtig und stimmig und was ist es nicht? Es gibt ja oft so die Meinung, ja, ich lasse zu jemand anderem Liebe fließen beispielsweise. Das war jetzt das Thema in einem Gespräch heute Morgen. Und gleichzeitig sagte mir die Frau, dass sie das Gefühl hat, ihr Herz ist verschlossen oder nicht so offen, wie es sein könnte. Und da habe ich hingespürt und habe gesehen, ja, das trifft ja genau das Thema, was ich gestern erkannt habe. Und zwar, ich arbeite immer so, dass ich bei mir bleibe. Ich greife nicht bei jemand anderem ein, ich mache nichts bei jemand anderem, sondern ich bleibe bei mir. Ich habe das für mich im Laufe der Jahre dadurch gelöst, dass ich, wenn mir jemand das erlaubt, also in der Sitzung zum Beispiel, gehe in die Wahrnehmung, finde raus, was ist da wirklich der Fall, was ist die Ursache für das, was da los ist. Und dann bewirke ich die Lösung dadurch, dass ich die Quelle bitte, dass das verändert wird, dass es transformiert wird, dass was Neues erschaffen wird und so weiter. Und derjenige stimmt zu, indem er sagt, ja bitte. Und dann ist das total in Ordnung, weil ich greife nicht ein. Ich mache nicht irgendwie was mit meinen, was weiß ich, mit meiner Absicht. Ich schicke da nicht Energie hin. Ich schicke da keine Energieübertragung oder ich mache da nicht mit Energien rum bei dem anderen, sondern ich bleibe bei mir, der bleibt bei sich und die Quelle, die eh alles erschaffen hat, kann die Transformation bewirken. Das fühlt sich für mich sehr richtig und stimmig an. Und was passiert jetzt, wenn ich jemand anderem Energie schicke? Die Absicht ist ja zumindest vordergründig auf jeden Fall eine positive. Ich will ja keinem schaden, wenn ich dem Liebe schicke zum Beispiel. Aber ich schicke demjenigen eine Energie in sein Feld rein und unterstelle damit, dass der das braucht und auch, dass ich weiß, was der andere braucht. In dem Moment, finde ich, wird die Sache schwierig, weil ich gehe mal grundsätzlich davon aus, dass wir als Menschen hier extrem begrenzt sind in unserer Wahrnehmung, in unserem Verständnis, in unserem Bewusstsein. Und egal, wie weit ich mich entwickelt habe und wie sehr ich Zusammenhänge erkannt habe und verstehe und egal, wie sehr ich glaube, ich habe einen Durchblick, ist es doch immer so, dass die Schöpfung so komplex ist, dass ich gar nichts weiß. Ja, ich weiß nämlich nicht, wie viel ich nicht weiß. Und meine Erfahrung im Laufe der Jahre zeigt mir, dass einfach es ein Weg ist, mehr und mehr Bewusstsein sich zu erarbeiten, mehr Dinge zu verstehen, mehr Dinge zu erkennen, zu fühlen, wahrzunehmen und so weiter. Und es gibt immer noch mehr und noch was und wieder was und in eine andere Richtung, in einer anderen Achse, in einer anderen Größenordnung, in einem anderen Raum. Es zeigt sich immer und immer und immer noch mehr. Wenn man das eine Zeit lang gemacht hat, dann muss man eigentlich unweigerlich zu der Erkenntnis kommen, ich weiß einfach nichts, weil es so groß ist, was es insgesamt gibt und wir hier halt so begrenzt sind, dass wir einfach nicht den kompletten Überblick haben. Das ist nur so, wenn ich jetzt denke, ich wüsste, was ein anderer braucht oder was für einen anderen richtig ist, dann ist das sehr bedenklich, weil ich werde nie den hundertprozentigen Überblick darüber haben, was für einen anderen richtig ist, was für ein Weg für den richtig ist. Wenn ich sehe, dass jemand in, ich sag mal, ein Verderben reinrennt und ich sehe das von außen, dann kann ich zu dem sagen, du, ich sehe da was, willst du es hören? Wenn derjenige sagt, nee,
dann behalte ich es halt für mich. Und wenn ich ein Problem damit habe, dann gucke ich, was in mir das Problem ist, dass ich es nicht ertragen kann, dass derjenige in ein Leid reinrennt und so weiter. Was steckt da bei mir dahinter? Ja, es ist einfach wichtig, anderen ihren Weg gehen zu lassen und sie mit ihrem sein zu lassen und nicht darüber zu richten, sich nicht drüber zu stellen und sich gar nicht einzubilden, ich wüsste es besser. Ich kann zu jemandem sagen, du pass auf, wenn du mir eine Frage stellst und ich gucke dahin, dann kann ich sagen, ja, meine Wahrnehmung ist dieses oder ist jenes. Aber ich würde mich nie erdreisten zu sagen, ich habe da recht oder ich weiß, was für dich richtig ist oder du musst das oder das tun. Das finde ich anmaßend. Und da fehlt's wirklich in der Demut für mein Empfinden, ja. Und ich sag dann einfach immer, spür bitte selber hin. Meine Wahrnehmung ist das und das. Ich krieg die und die Info. Aber spür bitte selber hin. Wie ist es denn für dich? Geht es in Resonanz mit dir? Macht es für dich einen Sinn? Kannst du das in deinem Leben wiedererkennen? Fühlst du das auch so? Ja, und das ist das Wichtige. Ich kann einen Anstoß geben. Und jemand anders kann in sich reinfühlen, ob es für ihn stimmt. Und also was heute Morgen in dem Gespräch sich noch gezeigt hat, das war noch ein ganz anderer Zusammenhang, wo ich gemerkt habe, aha, jetzt verstehe ich. Ich lese und sehe und höre in letzter Zeit auf Telegram natürlich ganz viele Leute, die sagen, ja, sie wollen doch einfach die anderen aufklären und ihr Umfeld will das nicht hören und die anderen wollen das nicht sehen und nicht verstehen und das gibt's doch nicht und so weiter. Und die wären also schier verrückt dabei, dass sie das Gefühl haben, ich will doch, dass die anderen das verstehen. Was steckt da dahinter? Und das hat sich heute Morgen im Gespräch so geklärt. Wenn du selber eine Angst hast vor dem, was geschieht, also vielleicht hast du selber eine Angst zu sterben oder krank zu werden oder geimpft oder getestet zu werden oder in einer Diktatur zu landen. Ja, also es gibt ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wo da die Angst stecken kann. Aber wenn du selber ganz tief in dir drin, ganz tief verbuddelt und gut weggepackt, eine Angst hast, dann hast du das Gefühl, du musst andere daran hindern, das zu tun, was sie tun würden, damit das, wovor du Angst hast, nicht passiert. Das funktioniert aber nicht und das sehen im Moment ganz, ganz viele Menschen, dass es nicht funktioniert. Und wenn du jetzt aber stattdessen zu dir hingehst und in dir diese Angst oder diese Ängste, es können ja auch viele sein, findest und löst, dann ist die Angst in dir ja weg. Und wenn die Angst in dir weg ist, dann kannst du das sehen, dass andere das machen. Und du kommst in eine emotionale Neutralität. Man kann es auch sagen Gleichgültigkeit, aber nicht, dass es dir einfach wurscht ist, sondern dass es für dich gleichgültig ist. Es hat die gleiche Gültigkeit, ob jemand sich so entscheidet oder so entscheidet. Dann kannst du denjenigen sein lassen mit seinem Weg, mit seiner Erfahrung, weil du in dir deine Motivation, was dich angetrieben hat, gelöst hast. Und das ist ganz, ganz wichtig. Damit käme in die ganzen Gruppen ganz viel Ruhe rein. Wenn jeder in sich die Angst klärt, dann geht ganz viel von dem emotionalen Dampf, der da oft unterwegs ist, raus. Weil wenn keiner mehr in der Angst ist, dann kann man einfach ganz neutral und entspannt in der Information austauschen. Und ich kann sagen, guck mal, was ich gefunden habe, vielleicht interessiert es euch ja. Und jemand anders kann sagen, ach, das ist ja interessant, spannend, danke. Aber es ist kein emotionaler Druck mehr dahinter. Und ich glaube, dass das in unserer jetzigen Zeit ein riesengroßes Thema ist. Das ist so
dermaßen überall unterwegs, die eigenen inneren Ängste. Ja, die anderen, die haben Angst vor Corona, die haben Angst vor, was weiß ich, die haben Angst zu sterben. Andere haben Existenzängste. Wieder andere haben Angst, wenn andere keine Masken aufhaben. Oder manche haben Angst, keine Impfung zu kriegen. Ja, aber im Prinzip ist das doch alles das Gleiche. Nämlich, jeder hat Angst. Und wenn jetzt einfach jeder die Angst in sich findet und wirklich so ganz, ganz in der Tiefe transformiert und löst, ja, dann sind wir doch total im Frieden. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich einfach hier deutlich machen möchte. Spürt gerne einfach mal für euch hin. Solche Ängste, das kann gut sein, dass die nicht aus dieser jetzigen Zeit kommen, sondern dass das, was dahinter steckt, viel, viel älter ist. Das kann aus vergangenen Leben sein, das kann aus viel höheren Frequenzen kommen. Und durch die aktuelle Situation wird es einfach dermaßen angetriggert und es kommt dermaßen an die Oberfläche, dass wir alle nicht mehr umhin kommen, es zu konfrontieren, uns damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, da steckt ein ganz, ganz großes Potenzial für viel Heilung, für viel Transformation drin. Und das Ergebnis kann dann auch ganz, ganz viel Ruhe, Harmonie und Frieden sein, wenn jeder durch seine Ängste durchgeht und die löst. Ja, mit dem Thema Liebe, da kam vorhin das Gleiche noch genauso. Wir hatten so mit dem Liebe senden. Ich habe dann gefragt, warum willst du Liebe zu jemandem senden? Ist es nicht so, dass du damit sagst, dass der andere das braucht? Ist es so, dass du ein Leid von demjenigen spürst und du hast das Gefühl, du möchtest das Leid von demjenigen lindern? Aber ist es nicht auch so, dass du eine Situation in dir hast, wo du genau dieses Leid schon mal erlebt und erfahren hast und du weißt genau, wie sich das anfühlt und du möchtest den anderen davor bewahren. Aber die Sache ist, solange das Leid in dir nicht geklärt ist und nicht erlöst ist, triggert die Situation im Außen, dass ein anderer Leid erfährt, triggert dich an und bringt dein eigenes unerlöstes Leid in dir hoch. Und das ist so unerträglich, dass du das Gefühl hast, du musst es bei dem anderen jetzt unbedingt und zwar ganz schnell ändern, damit das dich nicht mehr antriggert. Da ist es einfach ein ganz, ganz gutes Vorgehen, einfach wieder zu sich zu gehen und gucken, wo habe ich denn das Leid in mir? Und was triggert der andere eigentlich in mir? Und wenn das in mir erlöst ist und heil ist, ja, dann kann ich den anderen sehen in seinem Leid und dann kann ich sagen, du, ich sehe dich und ich kann dich verstehen. Und ich habe die Erfahrung auch gemacht. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Mein Weg daraus war so und so. Und vielleicht hilft dir das ja, wenn ich dir die Information gebe oder wenn ich dir sage, wie ich es gemacht habe. Vielleicht hilft dir das ja, dass du dann auch da rauskommst. Und das ist dann aber eine völlig andere Basis, weil dann muss der andere das nicht mehr für mich lösen, sondern dann kann ich ihm einfach eine Hilfe geben, dass er es für sich lösen kann. Und ich habe nicht mehr die Motivation, dass er das für mich machen muss. Weil solange ich im Leid bin, muss der andere das für mich machen. Und da wird's komisch und schräg. Und deswegen, also immer und immer wieder, wenn jeder bei sich guckt und jeder sich hinterfragt, seine Motivation ganz, ganz in der Tiefe hinterfragt, wieso will ich das? Wieso will ich, dass jemand anderes was macht? Wieso will ich, dass jemand anderes was versteht? Wieso will ich, dass jemand anderes was auch immer, ja, tut, macht, versteht, hört, sieht, sagt und so weiter. Wenn wir da immer wieder in uns gehen und in uns die Sachen finden und lösen, dann kommt da ganz, ganz viel Frieden, Ruhe, Freiheit, Liebe rein. Dann wird es ganz ruhig, ganz entspannt. Das wünsche ich mir, das wünsche ich jedem Einzelnen von euch und das wünsche ich der ganzen Welt. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag. Alles Liebe. Tschüss, eure Irene.